Okay, weiter geht's. Jetzt machen wir eigentlich mal eine Spezialattacke von ihm. Verdoppelt alle Attribute über mehrere Runden. Verringert die TP nach dem Effekt. Verwandel dich. Okay, jetzt bist du zornig. Okay, er nimmt den Eiskalt gleich hoch. Ihr seht schon den Schaden, den er gleich macht. Über, ich sag mal jetzt mal schätzungsweise 4000 oder mehr. Wenn er seine stärkste Attacke macht, Meteor-Kombination. Ja, 4000 noch etwas. Verdammt, ich hätte fast richtig gehabt. Ja, maximal Energiestrahl. Ich soll wetten, gleich hauen die ab. Ich wusste es doch, feige Hunde. Meteor-Kombination nochmal. Weil es so schön war. Auf einmal, jetzt auf einmal triffst du über 4000. So schnell war der Kampf. 6000. Level 56. Das ist mal toll. Gut so. Ja, jetzt auf einmal sind die Affe und der Käfer wieder da. Wie konnte das passieren? Wieso verschwindet der immer so schnell? Uff, wie stur kann man nur sein. Ob er wohl recht damit hatte, dass einen der Geistkrisser stärker machen kann? Als Emma Dayo? Du bist schon stärker als Emma Dayo. Wie auch immer, ich muss mich beeilen, wenn ich die Genki-Dama von Meister Kaio lernen will. Genki-Dama. Oh, die Genki-Dama. Was ist denn? Noch ein Käfer. Wo sind die Pestizide? Wo ist der Geist? Ach. Insektenspray. Wollte ich sagen. Aber jetzt kam mir zu spät. Ältester. Oh, Gregory, bist du's? Hast du auch gute Arbeit für Meister Kaio geleistet? Ja, ich hab sein Haus geputzt. Jeden Tag. Natürlich. Was ist los? Du bist doch sicher nicht nur zu Besuch daheim. Richtig, ich habe einen Mann von der Erde mitgebracht. Einen großen, starken Mann. Von der Erde? Von der Erde. Hi, ich bin Son Goku. Was geht ab? Und was will dieser Mann von der Erde? Meister Kaio schickt mich, um den Geistkristall zu machen, ist klar. Na, wenn das alles ist, meinetwegen. Hier. Geistkristall erlangt. So schnell? Das war ja einfach. Ist er denn nicht unheimlich wichtig? Wichtig? Ja, gerade sagt, dass er jemanden stärker machen kann als Emma Dayo. Muhohohoho, da haben Gods und Metz wohl wieder eine schöne Lüge verbreitet. Er ist nur eine Art Schutzbringer für uns Geister. Soweit das liegt hier überall herum. Boah. Aber warum hat Meister Kaio mit mir dann auch aufgetragen, ihn zu holen? Damit du gegen deinen Bruder kämpfen kannst, wieder mal. Vielleicht wollte er, dass wir uns kennenlernen. Oh, Blind Date. Ich verstehe das nicht ganz, aber danke. Jetzt muss ich zurück zu Meister Kaio. Bis bald. Blind Date. Gregory, komm mit. Komm mit. Komm mit. Ältester, ob es gut war, dem Erdling den Geistkristall zu geben? Er soll doch nur denen gegeben werden, die Genki-Dama erlernt haben. Was hast du eigentlich bei Meister Kaio gelernt? Hä? Ist er entgangen, wie rein seine Augen sind? Er wird die Genki-Dama gut nutzen, da bin ich mir sicher. Willst du ihm nicht folgen? Dein Training ist doch noch nicht beendet. Ach, meine Lesekunst ist wieder so beschissen, verdammt. Stimmt, ich gehe dann mal wieder. Ja, lieber. Was ist los mit mir? Ich will irgendwas untersuchen, ich will irgendwas hier finden. Hier kann man doch bestimmt irgendwas für ein Z-Memo oder so. Anscheinend nicht. Naja. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt direkt draußen. Ich habe keinen Bock jetzt auf einen Zufallskampf. Und meine Stimme geht auch langsam weg. Oh, ich wusste es. Also, Son Goku musste einen Geistkristall holen, damit er die Genki-Dama lernen konnte. Mein Hals nervt so mich. Okay, ich habe bisher alles. Kurz gucken, ob ich wirklich alles habe. Oolongs Nase. Schniff. Okay, ich habe alles.
Das ist gut. Jetzt muss ich wieder die Ninja-Sandalen tragen, damit keine Zufallskämpfe kommen, so viele. Ach, wenn ihr wissen wollt, was er sagt zu dem Baum. Der Madayo-Baum wächst und bekommt Blätter. Oh, Schlüssel, gut erkannt. Aber ich wette 100 Euro, dass das Bubbles Ding Kacke ist. Es ist einfach Affenkacke. Dreckige, schmutzige Affenkacke. Affenkaka. Jetzt bist du zurück. Jetzt zu ihm. Hallo, geh. Willst du mich verarschen? Darf. Ah. Und was kriege ich jetzt? Die große Belohnung, die Genki Dama. Meister Kaio. 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 Du bist ja wieder. Da bist du ja wieder. Sieh mal, ich bringe dir die Geisten, den Geistkristall. Warum sollte ich ihn holen? Der Älteste hat gesagt, das sei nur ein alter Schutzbringer. Naja, denk darüber nach. Bist du nicht stärker geworden, während du danach gesucht hast? Nein. Ich war schon stärker. Los, Meister Kaio, ich lehre mich schnell die Genki Dama. Hehe, Montgomery muss gesehen haben, wozu er fähig ist. Montgomery! Ha, nicht so freudig. Nicht so freudig. Ich kann nicht mehr lange warten, die Zeit drängt. Denn. Tatsache ist, du hast die Genki Dama schon erlernt. What? Was? Was ist denn dann dieser Geistkristall? Das ist die Genki Dama. Das war so eine Art Prüfung. Gregory hat sogar gesagt, dass du ihn gerettet hast. Hä? Ich glaube das nicht. Die ganze Arbeit umsonst. Gregory? Wann habe ich ihn gerettet? Sie war nicht umsonst. Was redest du denn da, Saiyajin? Hehehe. Saiyajin, Hä? Saiyajin, Hätt ihr noch kleine Hai? Jedes Mal, wenn du dein Training absolvierst, lernst du dein Ki besser zu beherrschen. Im Ernst? Wenn du im Kampf den ultimativen Angriff wählst, kannst du die Genki Dama einsetzen. Klasse, dann habe ich also einen ultimativen Angriff erlernt. Genki Dama erlernt. Endlich hat er auch seine Spezialattacken. Nach so langer Zeit. Hört zu, Son Goku. Diese Technik entzieht Energie aus Dingen wie Gras, Bäumen, Menschen und Tieren. Mit Gras meint er nicht die Drogenleute. Schließlich wird die Energie dieser Dinge unter der Luft gebündelt und freigesetzt. Du kannst sogar die enorme Energie der Sonne nutzen. So eine Genki Dama besitzt viel Power. Wenn du einen Fehler machst, kannst du den Planeten zerstören, den du eigentlich beschützen willst. Setze sie nur ein, wenn es sein muss. Okay, ich verstehe, Meister Kaio. Ich schaffe das schon. Die Kaioken sollte genügen. Der Tag des entscheidenden Kampfes ist da. Morgen werden die Saiyajin auf die Erde kommen. Wieso kann ich nicht lesen? Bisher kam kein Zufallskampf, heftig. Oh nein, morgen! Diesmal habe ich es wirklich geschafft. Hä? Was ist denn, Meister Kaio? Ach ja, er muss jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Ich habe vergessen, die Zeit einzukalkulieren, die du für den Schlangenweg brauchst. Wieso, er kann doch einfach fliegen und dann ist er auch schneller fertig. Kannst du mich nicht mit einem Trick auf die Erde schicken? Muss ich wirklich auf denselben Weg zurück? Dafür habe ich doch ein halbes Jahr gebraucht. Unfähiger Mensch. Ich bin sicher, inzwischen würdest du es in ein paar Tagen schaffen. Ich kontaktiere Gott und bitte ihn, dich mit zur Erde zu nehmen. In ein paar Tagen. Aber das kostet uns einen Tag zu viel. Alle könnten sterben. Das weiß ich selbst. Darf ich nicht auch meine. Ach. Leute, ich muss heute arbeiten, deswegen ist meine Lesekunst echt beschissen. Tut mir leid. Darf ich nicht auch mal einen Fehler machen? Schnell, sag deinen Freunden auf der Erde, sie sollen dich wieder ins Leben wünschen. Jetzt musst du deine Hand auf deinen Rücken machen und dann reden die wieder. Wie denn? Lege deine Hand auf meinen Rücken, sage ich doch. Dann kannst du es ihnen telepathisch sagen. Wirklich? So. Mach es einfach, verdammte Scheiße! Schnell, sag es ihnen. Muss immer alles mit hinterfragen. Mutenroshi, ich bin es. Son Goku, hörst du mich? Ja, ist klar, in der Toilette. Son Goku, bist du das? Wo bist du? Ich beobachte dich. Hinter dir. Aus dem Schlitzloch. Klasse, du hörst mich. Ich bin noch im Jenseits. Ich rede telepathisch mit dir. Im Jenseits? Habt ihr alle Dragon Balls? Ja, wir haben sie. Wir haben sie alle zusammengesammelt, um dich zurückzuholen. Danke.
Tut mir leid, dass ich so hetzen muss, aber könnt ihr jetzt Shenlong rufen und mich ins Leben wünschen? Die Saiyajin kommen morgen auf die Erde. Was? Sie kommen jetzt schon? Das ist ein Monat früher, als ich erwartet hatte. Schnell, Mutenroshi, ich werde etwas spät dran sein. Ich tue, was ich kann, versprochen. Ist gut, Son Goku. Übrigens, ich habe gehört, dass du dort trainierst. Wie läuft es? Toll! Smalltalk. Und Bulma hat wieder ihre Haare verändert. Ist alles okay bei ihm? Ich höre ihn murmeln. Leute, er ist alt geworden, er ist senil. Vielleicht ist er einfach übergeschnappt. Hey Leute, bringt sofort alle Dragon Balls her. Jetzt rufen wir unseren guten Freund. Das war cool, Meister Kai, ich bin durchgekommen. Hehe, natürlich. Also während wir darauf warten, dass sie dich wiederbeleben, unternehme ich etwas wegen dieser zerrissenen Kleidung. Zerrissene Kleidung? Wo siehst du zerrissene Kleidung? Bitte! Und was? Bitte und danke, oder was? Wow, ich fühle mich viel leichter. Das Material ist nicht nur leicht, sondern stark. Leichte Angriffe prallen davon ab. Danke, Meister Kaio. Oh, gut. Das Schildkröten-Symbol ist noch da. Ich hatte schon Sorgen, ich bekäme das hässliche Symbol auf deiner Kleidung. Aber jetzt hör mal. Ich hoffe, sie beeilen sich. Das Symbol auf der Rückseite ist ganz modern. Hochgenommen. Shenlong, was geht ab? Sprecht eure Wünsche aus. Ich gewähre ihn, aber nur den einen. Hey, Him. Könntest du die Saiyajin verhauen und die Erde retten? Wäre so ein Wunsch okay? Was redest du denn da? Sollen wir vergessen, dass Son Goku tot ist? Nein. Aber wir könnten ihn nächstes Mal zurückholen, oder nicht? Den Wunsch kann ich nicht erfüllen. Ich bin zu schwach. Gott ist mein Schöpfer. Ich kann keine Macht erfüllen, die nicht in seiner Macht liegen. Dann wünsche ich, dass Son Goku wieder lebendig wird. Das ist leicht. Ich rede wie Voldemort. Yeah, Son Goku hat auch neue Klamotten. Sieht auch besser aus. Er ist mitten am Tag und dunkel draußen. Dann heißt es wohl, Shenlong ist da. Sieht aus, als ob Son Goku wiederbelebt wird. Dann kommen die Saiyajin wohl früher, als ich dachte. Einen Tag früher. Ja, jetzt ist er wieder lebendig. Yay. Gut, der Schein ist verschwunden. Du lebst, beeil dich. Okay, Meister Kaio. Oh, Bubbles. Denk dran, dein Gegner ist böser und stärker, als du dir vorstellen kannst. Du musst jede Sekunde aufmerksam sein. Erwarte nicht, noch einmal wiederbelebt zu werden. Ich schaffe das schon. Die Dragon Balls können mich nur einmal wiederbeleben. Ich werde alles geben. Danke für alles, Meister Kaio. Wenn ich wieder sterbe, schaue ich mal vorbei. Dun dun dun. Bis dann. Wo ist Grigori? Grigori, du kleiner Käfer. Seine Stärke scheint grenzenlos zu sein. Und sein Herz ist rein wie ein Kristall. Wer hätte gedacht, dass einer wie er in der unteren Welt existiert? Allerdings fehlt ihm Sinn für Humor. Darin muss ich ihn beim nächsten Mal unterrichten. Digga, du hast keinen Sinn für Humor. Das ist klasse, ich fühle mich so leicht, als wäre mein ganzer Körper aus Watte. Zuckerwatte? Aber ich habe keine Zeit für Späße, ich muss mich beeilen. Ja, spring in die Hölle, Mann, spring in die Hölle. Und so kommt es, dass um 11.43 Uhr am darauffolgenden Tag zwei Saiyajin auf die Erde kommen. Warte mal, wenn er in die Hölle springt, da kommt er doch viel schneller in... Da kommt er doch schneller in Emadaios Büro, oder nicht? Yay. Und klack. Alles zerstören. Einfach mal alles zerstören. Yeah. Die östliche Stadt. Was ist passiert? Was ist los? Das war ja unheimlich. Das kannst du laut sagen, Schwester. Das ist wohl was vom Himmel gefallen. Ach wirklich, hätte ich nicht gedacht. Ich wusste es. Das runde Ding ist vom Himmel gefallen. Ihr seid so schlau, ihr Menschen. Hier drüben ist noch eins. Da war jemand drin. Vegeta. Speichern. Jetzt kommen die letzten Kapitel. Bestimmt. 56, 13, Ende. Ankunft der Saiyajin, die Konfrontation der Stärke.
Ey, die Musik ist geil. Nicht wie in der Wüste. Sie sind endlich hier. Jetzt wird Zeit für deine Kraft. Ihr Ki ist unglaublich. Ey, das geht ab, die Musik. Der ist einfach planlos. Sag jetzt nicht, der hat auch was gemerkt. Bestimmt hat er gemeint, oh, ich hab Hunger. Tension an. Ich weiß. Schau so. Sie sind schneller hier, als ich dachte. Was machen die da? Wer sind diese Leute? Eure Hinrichter. Erde, oder? Nicht schlecht. Wie wär's, wenn wir diese Leute... wie wir diese lauten kleinen Tiere begrüßen? Wieso, Digga? Wieso hast du alles zerstört? Das musste doch nicht sein. Was haben sie gemacht? Hahaha, ich glaube, das war zu viel der Begrüßung. Das reicht, Nachbar. Wir dürfen den Planeten nicht zu sehr beschädigen. Oder wir bekommen keinen guten Preis mehr. Oh ja. Yeah. Hey Vegeta, wir suchen nach diesen Dingern, die uns jeden Wunsch erfüllen, okay? Die Dragon Balls. Zuerst müssen wir den finden, der Raditz getötet hat, und ihn nach ihnen fragen. Wenn die Dragon Balls in der Nähe wären, hätte deine Begrüßung unsere Chance auf ewiges Leben zunichte gemacht. Sorry Vegeta, das hatte ich vergessen. Also mal sehen. Raditz ist wohl von demjenigen getötet worden, der die größte Stärke hat. Oder vielleicht Kakarots Sohn. Oh hey Vegeta, das ist seltsam. Es gibt ein paar mit einer Stärke über 1000. Wer könnte das sein? Mach dich nicht verrückt. Sie haben sowieso keine Chance gegen uns. Finde einfach denjenigen mit der größten Stärke. Hab sie. Zwei mit großer Stärke sind zusammen. Okay, Nappa, lass uns mal Spaß haben. Hehe, das ist großartig. Die Schwerkraft ist zu niedrig auf diesem Planeten. Es ist ganz einfach, sich zu bewegen. Yay! Was, 17 Minuten schon? Okay, muss gleich einen Cut machen. Sie bewegen sich. Es geht im nächsten Part weiter.